Aber da liegt doch. Fuck. Egal. Erstmal egal. Das war mir jetzt erstmal egal. Munition. Rotes Kraut. Moment, wenn wir das ja löschen, kommen wir wieder zurück. Genau, in den Wartezimmer. Richtig. Und dann zur Eingangshalle. Und da muss ich in die Wäschekammer, muss ich einmal in den Aktenraum. Also ich muss auf die linke Seite, ja. Okay. Gehen wir direkt in das... Direkt wieder in die Dunkelkammer rein. Da machen wir erst den Aktenraum, ja. Wir machen erst den Aktenraum. Das wäre jetzt noch cool, wenn die beiden wieder zurückgehen. Ja, perfekt. Perfekt. Sehr schön. Ja, geh noch weiter in die Ecke. Ja, perfekt. Perfekt. Eigentlich würde ich beide mitnehmen. Da ist dann... Da kommt dann die Gier, ne? Ja, da kommt die Gier. Da kommt dann leider die Gier durch. Tschüss. Haben wir was gespart an Muni? Und das ist auch das Wichtigste an dem Spiel auch. Aber ich pack die Waffe aus. Falls der Mr. X meint zu kommen. Und der wird kommen. Der wird kommen. Jo. Guck mal, links ist ein Durchgang. Ja, ich wollte da wieder vorbei. Der Weg ist eigentlich einfach. Eigentlich ist der Weg einfach. Ich könnte auch erst in die Wäschekammer gehen. Aber in der Wäsche... Ich komme an die Schließfächer vorbei. Da unten komme ich an den Schließfächern vorbei. Das ist mein Trumpf. So, wir haben gerade ein bisschen Ruhe. Gucken, wie lange. Nicht lange. Nicht lange. Werkzeug. Fuck off. Was gibt's hier noch? Ey, der versetzt einen in Panik, ganz ehrlich. Uah! Ich scheiß jetzt drauf auf dieses blöde grüne Kraut. Das ist ein Licker! Fuck! Hier drin folgt er mir nicht. Boah, ey, leck mich fett, ey. Boah, ja, das wäre echt gemein, wenn der mich hier drin auch noch verfolgen würde, ey. Alter, leck mich fett. An den Lick habe ich auch nicht mehr gedacht. Oh mein Gott. Herz im fucking coming. Aber richtig, Alter. Vor allem, der Spiel ist vor der Tür. Nur möchte ich nur mal anmerken.
Der steht vor der Tür. Ich würde gerne das Ersatzteil eintauschen. Ich merk gerade was. Ich merke einfach gerade was. Ich brauche das Werkzeug und ich brauche das große Zahnrad. Gleichzeitig. Oh, fuck. Ich leg die auch noch ab. Mal kurz überlegen. Großes Zahnrad, Werkzeug, da muss ich nicht zurück. Jetzt gehen wir dann noch oben in den Aktenraum hin. Mit der MP schieße ich rum. Im schlimmsten Fall. Moment, wir müssen jetzt genau gut überlegen, welche Schritte wir machen. An den Schließfächern komme ich vorbei. Das bringt mir aber gar nichts. Ich habe nur einen Knopf. Das lohnt sich eigentlich erst, wenn ich beide finde. Das bedeutet, ich muss jetzt in die Bibliothek. War denn hier oben ein Licker drin? Nein, hier oben war keiner. Hier oben kam Dings. Hier kam nämlich der vorbei. Das bedeutet, ich könnte in der Theorie ein Stockwerk höher durch den Duschraum gehen, bis hin zur Wäschekammer und dort den Karo-Schlüssel verwenden. Genau, wir gehen quasi eine Etage höher. Eine hoch in den Duschraum, in die Wäschekammer. Dann in die Bibliothek den Rest erledigen, um dann in den Uhrturm zu kommen. Und in der Wäschekammer ist das zweite Ersatzteil drin. Das weiß ich von der Leon-Geschichte noch. Also nochmal, wir gehen eine Etage hoch, gehen in die Wäschekammer. Gehen dann weiter in die Bibliothek. Ab da lasse ich sowieso dann das eine Werkzeug da verschieben, dort das Rätsel. Oh mein Gott, und gehen dann in den Uhrenturm in die Eingangshalle zurück. Und rechts können wir den Shortcut auch noch öffnen. Wuhuhuhu. That is the plan. That is the plan. Wo ist der? Ich sehe ihn nicht. Ich weiß aber, wo ich hin muss. Boah, nee. Oh. Ja, das war jetzt richtig scheiße. Weil das war jetzt richtig scheiße, natürlich, dass er genau da war. Ernsthaft. Ernsthaft. Okay. Der hat mich direkt gekillt. Warum? Ich habe doch das Heilkreuz benutzt noch, oder? In der Theorie ja, in der Praxis nein. In der Praxis machen wir das Ganze jetzt noch einmal. Jawohl. Für den Fall, dass er doch ein Leker ist. Ne, hört sich nicht so an. Es scheint auch wieder hier safe zu sein, warum auch immer. Laut Spiel, aber wir machen jetzt hier nichts safe, wir gehen weiter. So, hier war der Tresor. Ja.
Den löse ich aber später. Oh nö. Da. Ich hab gerade einen Schock bekommen, ey. Ich habe eigentlich keine Zeit für dich. Alter. Ah, gut war das jetzt zwar nicht. Ist immer noch einer. Alter! Spiel doch mal toter Zombie! Unfassbar. Echt unfassbar gerade. So, da drunter lag auch noch Pistolenmunition. Also das hat mir jetzt nochmal hier ordentlich Kugeln gefressen. Nicht nur Kugeln. Leider auch Heilkräuter. Leider. Leider. Draußen wird auch noch welche sein. Fuck. Da muss ich rein. Reparaturplan. Hier der große. Hier das große Ding. Damit ich da überhaupt hochkomme. Dann brauche ich das Ding wieder. Ja, hier brauchte ich ein kleines. Also hier, glaube ich, verfolgt er mich auch nicht. Also, ich sag mal so, an manchen Stellen wäre es halt... Hier wäre es richtig assi, sage ich mal so, ja. Wenn der mich hier drin verfolgen könnte. Weil dann wäre es echt arg assi. Moment, wollte ich nicht um oder das mal das große? Ich glaube ja. Oder? Ja. Aber der macht das Stress. Der macht dann richtig Stress. Wenn der dich jagt. Weil der erwischt dich ja auch immer. Das ist das nächste. Geklappt. Jawohl, Gott sei Dank. Und hätte ich in Chaos versunken. Oh, mit dem 18. Schuss komme ich auch nicht mehr weit. Der steht doch vor der Tür. Der wird vor der Tür definitiv stehen. Da liegt doch ein grünes Kraut. Mittlerweile weiß ich, warum die mir die grünen Kräuter gegeben haben. Mittlerweile weiß ich es.
Das war jetzt relativ einfach. Ich glaube, das hatte ich sogar schon mal. Ich glaube, es gibt nur zwei Kanten. Das sind einfach zwei Varianten. So kam es mir jetzt zumindest vor. So, die zwei Tasten hätte ich jetzt. Mein Inventar ist wieder so schön leer. Gut, ich kann jetzt über den Lagerraum zurück. Nee, kann ich nicht. Kann ich jetzt nicht unbedingt. Kann ich nicht, ich muss auch über die Bibliothek zurück. Ja. Weil ich will die Schließfächer haben. Und, aber dann muss ich wieder hoch. Boah, für die, nur für die Schließfächer. Ja, nur für die Schließfächer. Klingt banal. Und dann wieder zurück. Also nach links. Links. Runter. Runter. Raus. In die große Eingangshalle. Dann über die Büro-Westseite und dann in die Schließfächer. Der wird in der Bibliothek drin sein. Links. Go, go, go. 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 Go, 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 go. Go, 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 go. Go, beweg dich. War das der Licker? Dachte, den habe ich erledigt. Alter, komm, mach hinne! Weg, 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 weg. Moment. Ruhig. Ruhig, Philipp, ruhig. Glaube 200 und... Ich glaube 207 war auch noch. 204 ist nix. 2550 auch nicht. 106. Das ist jetzt Panikmacherei eigentlich nur noch. Geil. 201. Auch nicht. Gib her. Alleine nur dieses wert. Und das auch. Allein deswegen ist es wert. Hä? Hier liegt noch mehr. 106. Ah! 103. 102. 102. Den Film lasse ich filmen, so das wird das. Der Film, das ist für Dings. Der eine Film hier rechts, das wird Dings sein. Obwohl, das Kampfmesser kann ich auch noch mitnehmen. Das Kampfmesser nehme ich auch noch mit. Ah, das war der Film. Oh, den Film brauche ich jetzt nicht unbedingt. Den Film brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ruhig! Ja, ich muss eigentlich über das Büro wieder zurück. Zur Eingangshalle. In die Bibliothek. Dann hoch. Den Shortcut nehmen. Weil hier drüben komme ich nicht hin. Deswegen. Ja. Den ganzen Weg zurück. Den ganzen weiten Weg zurück. Ja. Bis im Chefbüro.
Dann wieder hoch. Dann wieder die Treppe hoch. Boah, dann darüber. Uff. Das war so klar. Boah! Boah, leck mich fett, ey. Da war noch der Leaker, den habe ich nicht umgebracht. Boah! Heftig, dann die Treppe hoch. Ihr könnt mich alle mal. Ihr könnt mich alle. Ihr könnt mich alle. Links. Also der kommt nur in gewissen Bereichen. Die habe ich auch noch nicht erledigt. Nein. Gut, da ist er nicht. Der ist irgendwo hinter mir. Ja, da hinten. Runter. Ab in das Chefbüro. Und das befindet sich jetzt hier rechts. Ja. Mach die Tür auf, verdammt nochmal! Mädel! Ich brauche eine Ruhe. Ich brauche eine Pause, ich brauche eine Pause, ey! Ich brauche eine verdammte Pause! So, die beiden, die nehmen wir wieder mit. Pause. Ich brauche eine Pause. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst es mich wissen mit einem Daumen nach oben. Schreibt einen Kommentar. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Resident Evil 2 bei Movie Maker auf dem PC oder der PlayStation oder bei der Xbox One. Macht's gut, haut rein und tschüss.